So, wir haben uns hier vorgenommen, eine Videoserie zu machen. Geplant sind im Augenblick 6 Folgen dieser Staffel, die die Sprache Lambda M vorstellt. Die Sprache hat entwickelt der Björn Fahr. Korrekt, Herr Fahr? Genau, hallo. Wie sind Sie auf den Namen gekommen, Lambda M? Gut, die Sprache ist abgeleitet vom Lambda-Kalkül, das ja auch dann mit einem Lambda bezeichnet wird. Und das Und M? das M ist sehr generisch, also damit meine ich, das M steht für Metaprogrammierung oder eben auch für Makro. Dazu kommen wir aber dann später auch, was es mit diesen Makros auf sich hat. So, und diese Sprache ist entstanden im Rahmen einer Veranstaltung, einer Masterveranstaltung, die sich mit Kernel-basierten Sprachen beschäftigt. Kernel meint er immer sehr mit einem kleinen, klitzekleinen Sprachkern, aus dem die Sprache entfaltet wird. Ich bin Dominikus Herzberg, bin der Professor in dieser Veranstaltung. Ja, heute wollen wir diese Serie aufnehmen, die diese schöne Sprache bespricht. Was ist die Motivation Ihrer Sprache gewesen? Was ist das Besondere und was sich unterscheidet von dem normalen Lambda-Kalkül? Gut, da hole ich vielleicht erstmal ein bisschen weiter aus. In dem Modul habe ich nämlich gelernt, dass das Lambda-Kalkül auch, wenn man es denn so definiert, zu den Kernelsprachen gehört und eben sich mit einem extrem kleinen Kern implementieren lässt. Und die Vorzeigesprache des Moduls war aber eine konkatenative und keine applikative Sprache, nämlich Concise in dem Fall. Und dort ist es möglich, mit Metaprogrammierungswerkzeugen eben die Sprache mit sich selbst zu erweitern. Das Und hat sie angefixt, das hat mich ne? angefixt, ganz genau, denn dieses Feature fehlt dem Lambda-Kalkül eben komplett. Also man kann schon sehr komplexe Programme damit schreiben, aber es gibt eben keine Möglichkeit, irgendwie in dem Lambda-Kalkül das Lambda-Kalkül selbst zu erweitern. Wir haben ja damals auch schon darüber gesprochen, was man normalerweise im gestuften Prozess macht. Also man hat eine Programmiersprache, die wieder wie im Compilerbau eine Sprache natürlich parsen kann und in eine neue Variante, vielleicht auch eine erweiterte Variante in sich selbst übersetzen könnte. Aber hier ist eben der Witz, diese Sprachebene direkt mit Hilfe von Metaprogrammierung einzuziehen. Ne? Genau. Dafür wollen Sie einen Makromechanismus einbauen. Was wir gerade auf dem Bildschirm sehen, das sind schon die ersten oben, da geht es schon sowas mit Let's und sowas los. Und was wir jetzt im ersten Zug machen möchten, wir wollen erstmal die Sprachkonstrukte durchgehen in unserer ersten Folge, damit man Einstieg hat in so einer funktionalen Programmiersprache. Was macht diesen Kernel, die grundlegenden Sprachkonstrukte aus, die eingebaut sind in den Sprachkern? Wollen Sie mal loslegen? Wir haben zuerst wie immer Variablen, ne? Genau, das Ganze orientiert sich natürlich am Lambda-Kalkül. Das heißt, die drei grundlegenden Dinge, die es auf jeden Fall gibt, sind Variablen, Applikation und Abstraktion. Und da gibt es beispielsweise, Variablen können beispielsweise in der Sprache einfach nur Zeichenfolgen sein aus kleinen und großen Buchstaben, können auch gefolgt werden von Zahlen, also zum Beispiel A0. Und zusätzlich noch, weil das einfach manchmal ganz praktisch ist, kann man beliebig viele Primes hinten an einen Identifier setzen. Das ist eine Variable. Was ist ein Wert? Ein Wert ist in der Sprache Lambda M zum Beispiel auch eine Zahl. Wenn man jetzt das Lambda-Kalkül alleine betrachtet, gäbe es ja da nur die Möglichkeit von Funktionen eben, also Abstraktionen. Die Abstraktion im Lambda-Kalkül. Darf ich noch mal ganz kurz zurückkommen? Wie sähe es denn aus, wenn ich jetzt die Variable a an den Wert 3 binden wollte? Ach so, ja, genau. Das geht in der Sprache mit dem Let-Konstrukt. Da kann ich dann eben sagen, die Variable a entspricht dem Wert 3 und dann kommt so ein in und danach ein beliebiges anderes Programm, was zum Beispiel auch das A sein kann. Das Das heißt, werden wir gleich nochmal sehen. genau. Nur, glaube ich, wichtig war mir an dieser Stelle für Zuhörer, die nicht so ganz bewandert sind in dem funktionalen Kalkül, wenn da a gleich 3 steht, dann ist das nicht, wie man das aus imperativen Sprachen kennt, eine Zuweisung, sondern wir sprechen hier absichtlich von dem Konstrukt unter dem Konzept der Bindung.
dass also die Variable a gleichgesetzt wird mit dem Wert 3 und dann gibt es dieses Konstrukt der Substitution, also überall, wo jetzt ein a vorkommt, kann man auch genau gleichwertig das Datum, die 3, hinschreiben. Genau, richtig. Ja? Gut, das nur für unsere Zuhörer. Applikation, was heißt Applikation? Applikation ist im Prinzip, wenn man es vielleicht ein bisschen gebräuchlicher ausspricht, die Anwendung, und zwar ganz speziell die Funktionsanwendung. Das heißt, man kann eine beliebige Variable hinschreiben, gefolgt von irgendeinem anderen Wert. Und dann bedeutet das, dass jetzt in dem Fall a auf den Wert b angewendet wird. Also typischerweise ist ja a dann eine Funktion. Sollte es sein, genau. Ja. Also würde vielleicht so für manch einen, wenn man sowas hat wie f und eine 3 dahin schreibt, würden Sie das mal gerade tippern? Ja. Das hat ja nur so ein bisschen Wiedererkennungswert. Was so heißt, die Funktion f wird auf den Wert 3 angewendet, appliziert. Mhm. Und was ist das Ergebnis davon? Das hängt davon ab, was die Funktion f macht. Also hätten wir zum Beispiel da die Quadratfunktion, wäre f die Quadrierungsfunktion, dann würde das Quadrat auf 3 uns eben die 9 liefern als Ergebnis. Ne? Genau. Oder ein einfacheres Beispiel noch ist die Identitätsfunktion, die es dann auch tatsächlich schon vordefiniert gibt, die dann einfach nur wieder die 3 zurückliefert. In einer eher gebräuchlichere Schreibweise wäre ja dann mit den Klammern, wie man das zum Beispiel aus Java oder C kennt. Allerdings habe ich mich dagegen entschieden. Da kommen wir aber auch später dann nochmal zu. Das hat einen tieferen Grund. Genau. Was ist eine Abstraktion? Ja, eine Abstraktion ist im Prinzip ein Funktionswert. Wenn man das sich jetzt in Java angucken würde, würde man es auch als Lambda bezeichnen. Also im Prinzip die Definition eines Parameters, gefolgt von der Implementierung der Funktion. Und das schreibt man in der Sprache Lambda M eben mit so einem dicken Pfeil. Die Identitätsfunktion würde dann zum Beispiel so aussehen, indem auf der linken Seite hier einfach der Parameter x eingeführt wird und die Funktion gibt dann diesen Parameter einfach unverändert zurück. Ich glaube, was wir auch wieder so manch einem Leser helfen müssen oder Zuhörer, Zuschauer helfen müssen, der Pfeil an sich ist schon der Konstruktor, der sagt, ich habe hier eine Funktion mit der linken Seite, den Parametern, den Argumenten und der rechten Seite, wie mit diesen Argumenten gerechnet werden soll. Ne? Ja. Da fehlt nämlich das, wenn wir jetzt gerade die Quadratfunktion machen würden. Wie sieht das jetzt hier aus? Die Multiplikation ist natürlich schon vorgegeben und die Sprache schreibt alles in Infix, in Präfix. Präfix, ne? Genau. Was heißt das, Präfix? Das heißt, dass Operatoren, sei es jetzt ein Binäroperator wie die Multiplikation oder auch alle anderen Funktionen, müssen immer vor den Argumenten stehen und die Argumente folgen dann im Prinzip. Das ist vielleicht ein bisschen ungewohnt, aber sehr konsequent in diesem Paradigma, das so zu tun. Jetzt können wir das gerade spontan mal improvisieren. Jetzt habe ich ja gerade gesagt, die Quadratfunktion. Jetzt möchte ich die ja gerne auch nutzen, diese Quadratfunktion. Und will jetzt mal sehen, wie ich diese Funktion, die x auf x Quadrat abbildet, auf 3 anwende. Was müsste ich jetzt da schreiben? Gut, man kann sehen, natürlich direkt hier in place klammern und das Argument einfach dahinter schreiben. Aber ich vermute, Sie möchten darauf hinaus, dass man dem Ganzen auch einen vernünftigen Namen gibt. Genau. Also der mehr oder weniger vernünftige Name. Nehmen wir da mal genau. Dafür, ne? SQ oder sowas. Und dann kann ich das natürlich wieder genauso schreiben, wobei dann SQ einfach substituiert wird durch den Wert auf der rechten Seite hier. Genau, das ist, glaube ich, das, was man auch erst verstehen muss, wenn man ganz neu ist da drin. Wir haben jetzt wieder nichts anderes gemacht als eine Variablenbindung. SQ wird auf diese Funktion und SQ ist wieder ganz normal eine Variable. Die Funktion ist auch ein ganz normaler Wert. Und wenn wir da hinten in SQ 3 haben, dann wird SQ erst aufgelöst durch diesen Wert, substituiert wieder. Und dann ist es gleichzeitig, man muss sich daran gewöhnen, ist eine klammernfreie Schreibweise. Dann wird diese Funktion angewendet auf die 3. Das heißt, die 3 wird substituiert gegen das x.
auf der linken Seite, was dann sagt, so setzt es auf der rechten Seite ein, dann haben wir mal 3, 3 und das ergibt dann 9. Das werden wir dann irgendwann auch mal unten in der Ausführung sehen. Genau. Staffel, nee, Folge 2. Ne? Irgendwie so. Gut, das war die Abstraktion. Lokale Bindung. Das ist noch so ein Konzept. Das ist im Grunde schon das LED, was wir hier haben. Ne? Ganz genau. Also man kann ein LED an einer beliebigen Stelle schreiben, denn es gibt ja diese, ich verkürze das Ganze mal. Es gibt ja diese Schreibweise hier mit diesem In-Schlüsselwort und das hat einfach das Ziel, dass nach dem In ein Ausdruck kommt und der Rückgabewert ist von dem ganzen Ausdruck, also inklusive des Lets, ist im Prinzip das, was nach dem In steht. Und damit ist das Let selbst, das ganze Konstrukt, auch wieder ein Ausdruck, der einen Wert liefert. Das heißt, ich kann natürlich an einer beliebigen Stelle noch ein Let schreiben und das ganze Spiel so fortführen. Und es wäre natürlich auch möglich, es hier drinnen zu tun. Das hat den Vorteil, dass natürlich dieses Y, was ich jetzt hier einführe, auf der rechten Seite von diesem ersten LED, dass dieses Y auch nur hier auf der rechten Seite sichtbar ist. Mhm. Wechseln Sie mal kurz auf die Prelude. Da haben wir so ein schönes Beispiel. Die startet nämlich so, da kann man das eigentlich mal sehen. Egal, was das jetzt gerade ist, das besprechen wir später noch. Aber hier sieht man tatsächlich auch so eine Kettung von ganzen LEDs. Hinten immer steht das In, was nichts anderes als lokale Bindungen aufbaut, die dann nach dem In gültig sind und weiter fortgesetzt. So ist das nichts anderes als eine Verschachtelung. Ne? Sie sparen sich mit dieser In-Schreibweise einfach nur die Klammern, die man woanders hätte. Ne? Genau, der Gültigkeitsbereich, der baut sich hier im Prinzip so linear nach unten auf. Mhm. Was haben wir noch? Wir haben sowas Datendefinition. Genau, das ist noch ganz interessant, denn das Lambda-Kalkül an sich hat ja nichts außer Funktionswerten. Das heißt, man kann auch nur damit arbeiten. Und da das noch nicht ganz so praktisch ist, wenn man wirklich ernsthaft was damit vorhat, gibt es noch im Lambda-M die Möglichkeit, eigene Daten zu definieren. Also Sie haben ja schon ein Daten... ja, Datentyp bin ich jetzt versucht zu sagen, aber die ganzen natürlichen Zahlen, wahrscheinlich auch Fließkommazahlen, sind schon alle da oder sind es nur natürliche? Nur natürliche Zahlen. Und jetzt geht es darum, eigene Datenwerte noch hinzuzufügen, also den Raum an die Domäne der Datenwerte einfach zu vergrößern. Mhm, ja? Ganz genau. Und das kann man mit dem Schlüsselwort... Können wir das vielleicht mal vergrößern gerade, dass wir das auf dem Bildschirm alles viel, viel größer haben. Fällt mir so ein, während wir das aufzeichnen. Ja, genau. So reicht schon? Vielleicht noch ein. Wird natürlich alles mit größer. Ist ja okay. Wenn man auf ein Mobilgerät guckt, sieht man jetzt die Sachen besser. Genau, Datendefinition kann man einführen mit dem Dataschlüsselwort. Das ist ähnlich aufgebaut wie das LED. Also hier kommt dann irgendwas und dann kommt auch wieder so ein In. Hat auch einfach wieder das Ziel, dass hier am Ende wieder ein Ausdruck kommen kann, der dann im Prinzip der Wert ist, der dann auch von dem Gesamtausdruck zurückgeliefert wird. So, jetzt nehmen wir mal an, sehr typische Datenwerte ist, wir sagen ja immer, es gibt den Typ Boolean, den kennt praktisch jeder aus den verschiedenen Programmiersprachen. Der Witz ist ja, dass Sie gar nicht Boolean sagen, Sie führen gar keinen Typen ein, Sie führen nur die zwei Datenwerte True und False ein. Genau. Wie sieht das jetzt aus? Ich schreibe es erstmal hin. Man schreibt im Prinzip die Datenkonstruktoren, nenne ich sie jetzt mal, direkt nach dem Datenschlüsselwort hin und zwar mit so einer Pipe getrennt. Das heißt, es gibt einfach zwei Stück, einmal True und False. Dabei ist es egal, ich könnte das sogar anders schreiben, hätte denselben Effekt. Nach dem zweiten, also in der Zeile 3, sind im Prinzip beide Datenkonstruktoren bekannt. Mhm. Sie haben ja auch den, hier mal gerade auf unserer Vorlage, an die wir uns ungefähr halten, haben Sie noch ein anderes Beispiel. Wir können ja vielleicht mal den List-Typen nehmen. Also man hat ja typischerweise diese Listen in funktionalen Sprachen, wir haben mit so einem Cons-Konstruktor. Jetzt gibt es wieder den Schlüsselbegriff der Liste nicht, weil wir ja den Typen nicht haben, sondern wir führen nur wieder die Datenkonstruktoren ein. Wie sähe das aus? Genau, das heißt, wir wollen ja eine Single-Linked-List, die mindestens immer aus einem Kopf besteht und einem Rest oder eben leer ist. Mhm. Das heißt, unser
Konstruktor akzeptiert irgendeinen Kopf und einen Rest. Und da wir ja keine Typen haben, also weder statisch noch dynamisch, kann ich auch hier nicht irgendwie sagen, dass Head ein beliebiges Element ist und der Tail muss wieder eine Liste sein. Das obliegt dann dem Programmierer, dass er sich daran hält. Und im anderen Fall gibt es natürlich noch die Möglichkeit, dass die Liste leer ist und das wird einfach durch den Datenkonstruktor nil repräsentiert. Also wie Sie so schön sagen, das ist jetzt überlassen dem Entwickler, der Lambda M benutzt, dran zu denken, dass ein Cons hat einen beliebigen Head, der Tail muss wieder entweder ein Cons sein oder ein Nil. Aber das ist eine Vereinbarung, die ich in meinem Kopf mit mir gemacht habe. Ganz genau. Das heißt, meine Typvereinbarung ist in meinem Kopf. Aber Ihre Sprache unterstützt wirklich nur ganz brutal, sagt, ich darf Datenwerte sehen so aus und fertig. Es gibt aber offenbar noch einen Unterschied zwischen Groß- und Kleinschreibung bei Ihnen, ne? Genau, und zwar hat das auch einen technischen Hintergrund, auf den ich jetzt erstmal nicht eingehe. Und zwar muss unterschieden werden, ob es sich um eine Konstruktorfunktion handelt oder um eine Variable. Okay, Sie versprechen mir, dass wir darauf zurückkommen. Dann gibt es noch ein ganz besonderes und sehr starkes, mächtiges Feature und das ist Pattern Matching. Genau, das ist im Prinzip der, ich nenne es mal Schlüssel zum Erfolg. Ohne Pattern Matching könnte man die Sprache so gut wie nicht benutzen, denn es gibt zum Beispiel kein eingebautes If, sondern das liefert die Prelude im Prinzip. Pattern Matching kennt man vielleicht schon aus Scala oder ähnlichen Sprachen wie Haskell. Oder Prolog. Ja. Ja. Für alle, die sowas nie angucken. Genau. Im Prinzip ist Pattern Matching die Möglichkeit, einen Wert, also die Struktur eines Wertes auseinanderzunehmen. Bestimmte Teilwerte davon an Namen zu binden oder eben auch nicht, wenn einen nur die Struktur interessiert. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel unser Boolean wieder definieren, ich sage auch schon Boolean, obwohl es ihn gar nicht gibt. Ja, das Konstrukt haben wir Menschen aber gedanklich. Und es wird noch ein Witz sein, dass so ein kleiner Cliffhanger, wahrscheinlich in Folge 5 oder 6 kommen wir dazu, wie sich die Sprache so erweitert, dass sie danach Typen kennt. Genau. Ja. Aber bleiben wir erstmal beim Pattern Match. Ja. Und da habe ich nämlich dann die Möglichkeit, jetzt auf einen beliebigen Wert eben mit einer Match Expression, nenne ich das mal, also mit dem Schlüsselwort Match, kann ich jetzt einen beliebigen Wert hier eben auf seine Struktur überprüfen. Und das geht, indem ich Fälle definiere. Eingeleitet durch das Schlüsselwort Case kann ich jetzt zum Beispiel hier sagen, wenn dieser Wert, der nicht unbedingt hier false sein muss, ein ja, false eine ist. Variable da oben stehen haben. Genau, hier könnte genauso gut A stehen, was wir vorher definiert haben. Und wenn dieses A eben dann ein false ist, können wir hier etwas anderes zurückgeben, wie zum Beispiel, wenn es ein true ist. Damit haben wir die Möglichkeit, also das ist das Interessante an der Sprache, Pattern Matching wird dafür genutzt, um, wie soll man das mal, fallabhängige oder datenabhängige Reaktionen oder Verzweigung oder Auswertung. Ne? Auswertung wäre besser zu sagen. Ja. Ich überlege gerade. Das ist nur die Auswahl. Wobei es ja in erster Linie auch nicht nur zur Fallunterscheidung genutzt werden kann. Pattern Matches sind an mehr Stellen noch möglich, zum Beispiel auch auf der linken Seite von einem Let oder auf der linken Seite von einer Abstraktion, also von einer Funktion. Und da habe ich ja die Möglichkeit, nur ein einziges Muster anzugeben, anstatt wie hier beim Match mehrere. Das heißt, eine Fallunterscheidung habe ich in dem Moment gar nicht, sondern wenn dann ein Muster eben nicht auf den Wert passt, führt es zu einer Laufzeitausnahme und das Programm stürzt ab. Ja, ich glaube, weitere Pattern Matches verstehen wir erst, wenn wir noch ein paar Datentypen oder Literale eingeführt haben, die Datentypen abbilden. Nämlich, es gibt doch Datentypen. Wir brauchen ja irgendeine Form von zusammengesetzten Datentyp, richtig? Genau, das haben wir ja eben im Prinzip schon bei der Liste gesehen. Es gibt ja, das ist ja jetzt der triviale Fall mit dem Boolean, wo die Datenkonstruktoren eben
nur aus der Art des Werts bestehen und nicht noch aus zusätzlichen Informationen. Das heißt, wenn wir das Beispiel mit der Liste nochmal nehmen von eben, nehmen wir es mal Head und Tail und Neil, dann kann ich natürlich so einen Wert erzeugen, indem ich das anwende. Also die Datenkonstruktoren verhalten sich genauso wie normale Funktionen. Das heißt, ich kann sie auch so anwenden. Und das wäre jetzt zum Beispiel eine Liste aus zwei Elementen, nämlich 10 und 42. Da müssen wir gerade mal kurz, die Klammern sind jetzt notwendig, weil diese ganzen Konstruktoren links assoziativ die Klammern setzen. Sonst wäre das ein const 10 const gewesen, was nicht funktioniert. Genau. Das muss man so rauskriegen, während man programmiert, wo die Klammern hingehören. So, jetzt haben wir eigentlich damit eine Liste konstruiert, die aus den Werten 10, 42 und nil besteht. Gedanklich so, also den nil weg, aber eigentlich nur die 10 und die 42. Und wenn ich mich jetzt an einer anderen Stelle im Programm dazu entscheide, mal zu überprüfen, was in dieser Liste denn tatsächlich so drin ist oder wie die Struktur aussieht, könnte ich jetzt auch darauf ein Match machen. Und beispielsweise Fälle abfangen, wie wenn die Liste leer ist. Dann soll zum Beispiel eine Fehlermeldung zurückgegeben werden. Oder wenn die Liste aus genau einem Element besteht und ich möchte wissen, was das für ein Element ist, dann kann ich auch hier, wie bei Funktionswerten, diesen Wert an einen Namen binden, in dem Fall x. Das wäre jetzt eine Liste aus einem Element und wir erfordern im Pattern nicht, dass x irgendein konkreter Wert sein muss, sondern wir sagen, gut, sobald ich eine einelementige Liste habe, binde mir den Wert dieses Elements an den Namen x und den könnte ich zum Beispiel hier einfach zurückgeben. Was ist, wenn ich den allerersten Wert in der Liste haben wollte? Gut, bei einer einelementigen Liste wäre das ja der allererste Wert. Ja, und da oben habe ich ja eine mehrelementige Liste. Jetzt will ich die 10 zurückkriegen, dann könnte ich wahrscheinlich mit ihrem Unterstrich arbeiten, oder? Cons x Unterstrich. Genau, ich könnte hier Unterstrich sagen. Da an der Stelle kann man auch erwähnen, diese Matches, die werden von oben nach unten ausgeführt. Das heißt, er versucht immer erst zu überprüfen, ob die Liste eine leere Liste ist. Dann überprüft er, ob es eine einelementige Liste ist und im Anschluss prüft er, ob es was anderes ist. Mhm. Dieser Unterstrich, der verhält sich im Prinzip wie eine Variable, nur dass ich den Wert nicht an einen Namen binde, sondern ihn einfach verwerfe. Mhm. Also es interessiert mich an der Stelle nicht, was dort vorhanden ist. Das heißt, da wir den Fall schon ausgeschlossen haben, dass es eine einelementige Liste ist, muss es eine Liste mit mehr Elementen sein, wobei uns aber der Rest ja dann nicht interessiert. Das heißt, wir hätten auch hier wieder den Kopf der Liste. Ja, das wäre eine Möglichkeit, immer den Match auf den Kopf der Liste machen zu können. Gut, jetzt haben Sie ja noch so einen schönen Trick gemacht, dass Sie Listen auch eine Literalnotation eingeführt haben. Genau. Ich sage immer Literalnotation, also ein bisschen doppelt, also ein Literal für Listen. Was interessanterweise im Hintergrund erfordert, dass Sie schon dieses Data Cons Head Tail eigentlich da haben. Ganz genau, da habe ich mich nämlich einem Trick bedient, denn es ist, das kann man sich leicht vorstellen, ziemlich anstrengend, wenn man mit größeren Listen arbeitet, die dann auch alle so hinzuschreiben. Zumal auch Strings als Listen übersetzt werden, also das ist ähnlich wie mit den Listenliteralen. Und da habe ich mich, wie gesagt, einem Trick bedient und habe in den Parser eingebaut, dass er eben Strings, wie zum Beispiel sowas, oder auch Listenliterale kennt und die aber schon direkt übersetzt in einen Syntaxbaum, der dann so aussieht wie eine Anwendung des Konstruktors. Also auch Zeichenketten werden zerlegt in... Was für Einzelne sind das dann Characters? Wir können es ja einfach mal hinschreiben. Das würde dann zum Beispiel so aussehen. Es gibt Characters, genau, neben Zahlen noch. Und man sieht schon, das ist ziemlich aufwendig, eine Liste so zu definieren. Da ist es natürlich wesentlich praktischer, einen String so zu schreiben. Ja. Und den Witz, den Sie mir damals auch erklären mussten, ist, Ihr Compiler übersetzt String ABC, String Ende schon diese Cons, genauso wie die Literalschreibweise für Listen, schon dieses Cons, ohne dass sie notwendigerweise dafür, sie haben so etwas, da kommen wir noch drauf, auf diese Prelude, ohne dass das schon definiert ist. Im Grunde verlässt sich der Compiler darauf, dass sie das in der Prelude
drinstehen haben werden, sonst würde das ganze Ding crashen an der Stelle. Genau. Ne? Übrigens machen das alle funktionalen Sprachen, die haben diese Konstruktoren für Listen, aber bieten einem immer Literalnotationen dafür an, was sonst einfach nicht schön zu tippern ist. Ich glaube, jetzt haben wir soweit alles durch. Wir haben die Zahlen, wir haben Characters, Dringliterale, Listenliterale, uns fehlen noch Tupel. Genau, Tupel sind so gesehen ja auch Datenkonstruktoren. Also man kann ja das sich vorstellen, ich mache mal das Beispiel hier weg. Man könnte sich ja zum Beispiel vorstellen, dass man einen Datenkonstruktor Tupel 0 einführt und man führt einen Datenkonstruktor Tupel 1, der nimmt dann einen Wert an, nennen wir ihn mal x. Und dann geht das ganze Spiel so weiter. Und das könnte ich natürlich jetzt für alle Tupel dieser Welt definieren. Mhm. Wäre ich lange mit beschäftigt. Und die Schreibweise ist natürlich nicht besonders schön, denn das bedeutet, dass wenn ich mit einem Tupel arbeite, ich auch immer dieses vorangestellte Wort Tupel 0, Tupel n eben habe. Und weil es einfach so in der Mathematik auch üblich ist und es eine schönere Schreibweise ist, gibt es die übliche Schreibweise mit den Klammern. Das heißt, ich kann einen Tupel erstellen, indem ich es einfach so hinschreibe. Was ist der Maximalgrad an Tupeln, die wir hier haben dürfen? Ist unbegrenzt. Unbegrenzt. Wie haben Sie es mit dem Data dann gemacht? Das Data, das ist natürlich begrenzt. Also ich kann nur endlich viele Datenkonstruktoren natürlich einführen, sonst wäre mein Programm ja unendlich groß. Das heißt, in dem Fall sind Tupel eingebaut, fest in der Sprache. Da kann ich ja nicht diesen Typ, den Data-Konstruktor genau. dafür hinschreiben. Ne? Anders wie mit den Listenliteralen oder den Strings werden die nicht übersetzt in irgendetwas anderes, sondern die sind wirklich fest eingebaut in die Maschine. Also die Maschine kennt, genauso wie die Zahlen, kennt sie Tupel. Gut, ich glaube, damit haben wir unseren ersten Zug durch die Gemeinde gemacht. Ich glaube, an anderen Stellen wird sich noch zeigen, dass man jetzt auf all das, weil eben sich Strings und Listen, genauso wie die Tupel, wieder auf Datenkonstruktoren zurückführen lassen, können wir auch wieder da das Matching drauf machen. Das werden wir aber noch an anderen Stellen sehen. Und das sind schon alle Konstrukte, die wir haben, mit denen man tatsächlich programmieren kann. Nächste Folge, da wird es darum gehen, wie das Ganze implementiert ist. Und wir werden über Laziness, Pureness und funktionale Sprachen weiter sprechen und philosophieren.